Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Ich weise den Antrag 2509a dem Verfassungsausschuss zu. Die Tagesordnung ist damit erschöpft. Ich komme zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Leichtfried, Kolleginnen und Kollegen, dem Verfassungsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 2508 durch A eine Frist bis zum 5. Juli 2022 zu setzen. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Ich gebe. Ich bitte, dass wir doch auch zu dieser Zeit zügig noch die Abstimmungen durchführen können. Ich darf bekannt geben, dass in der heutigen Sitzung die selbstständigen Anträge 2639a bis 2664a eingebracht worden sind. Die nächste Sitzung des Nationalrates, die geschäftsordnungsmäßige Mitteilungen enthalten Zuweisungen betreffen, berufe ich für 23.21 Uhr ein. Das ist gleich im Anschluss an diese Sitzung. Die Sitzung ist geschlossen. Ich eröffne die 163. Sitzung des Nationalrats. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie mit uns ausgeharrt haben. Tag 2 im Nationalrat ist zu Ende. Ich danke ganz herzlich für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen und gute Nacht. 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf den Sitzungssaal verteilten Mitteilungen. Zusätzlich weise ich den Antrag 2664a dem Landesverteidigungsausschuss zu. Weiters teile ich mit, dass die Abgeordneten Strasser, Vogelauer beantragt haben, dem Gesundheitsausschuss zur Berichterstattung über den Antrag 2586 durch A der Abgeordneten Strasser, El Nagashi, Kolleginnen und Kollegen, eine Frist bis zum 6. Juli 2022 zu setzen.